Guten Morgen und willkommen zum neuen Video. Wir sind immer noch an der Stelle, wo wir beim letzten Video aufgehört haben und stellen fest, dass wir die Hunderunde gleich vielleicht ein bisschen abkürzen, weil wir hier so viele Elchspuren sehen und die Hunde auch irgendwas in der Nase haben. Das ist aber kleiner, ne, als das gestern. Hallo, das ist ein riesen Fuß. Ja, das stimmt, aber kleiner als der Fuß gestern. Auf jeden Fall ist der nach uns hier gewesen. Und wir sind auch schon an mehreren Schneisen vorbeigekommen. Ja, hier sind die komplett lang gelatscht. Schon spannend, ne? Ja. Aber wir versuchen so laut wie möglich hier durchzupoltern. Obwohl es Herrn Walewski ein bisschen die Stimme verschlägt. Ja, wenn man weiß, was ein Elch kann, ist das halt ohne Schießgewehr nicht so witzig. Er wäre gern bewaffnet. Und wenn du dann jetzt einen Elch sehen würdest, würdest du den sofort erschießen? Oder sofort. Wie? Sofort. Ohne Vorwarnung. Ich beobachte die Hunde und solange die entspannt sind, bin ich auch entspannt. Haben wir denn schon gesagt, wo wir sind? Genau dort, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Ja. Nur einen Tag später. Mitte Schweden. Genau. In der Nähe von Östersund. Richtig. Und heute haben wir noch was Schönes vor. Genau, heute wollen wir noch mal Jenny und Flo besuchen, wo wir letztes Jahr schon geholfen haben, die Trissenbude zu streichen. Ja. Ihr erinnert euch vielleicht, da wollen wir heute mal auf einen Kaffee vorbeifahren. Die freuen sich schon. Mhm. Und wir uns auch. Ja. Falls wir nicht vorher vom Elch gefressen werden. Auch das zu sagen. Er hat echt ein bisschen Schiss. Hallo ihr Lieben, was für ein schöner Tag. Wir haben ja heute den Tag bei Jenny und Flo verbracht, in ihrem wunderschönen Domizil mitten im Wald hier in Schweden. Danke für die Gastfreundschaft, danke für die Zimtschnecken, den Kaffee, für die tollen Gespräche. Es war wieder mal sehr schön bei euch und danke auch für die Einladung zu bleiben, aber man soll Gastfreundschaft ja nicht überstrapazieren und es war sicherlich nicht das letzte Mal. Wer weiß, wo uns die Reise noch hinführt und wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Auf jeden Fall freuen wir uns drauf. Ja, und heute stehen wir ja gar nicht so weit weg von unserem Besuch, wieder mitten im Wald mit einem wunderschönen Weitblick. Und das soll unser Tag für heute gewesen sein. Uns hat er sehr gefallen. Tolle Leute, super Gespräche, netter Besuch. Und jetzt genießen wir den Abend einfach mit dieser tollen Aussicht. Und vielleicht sehen wir ja noch das ein oder andere Wildtier, weil wir haben eben beim Hundespaziergang schon wieder ganz viele Elchspuren gesehen und auch Elchlosung. Good morning in the morning. Hier brutzeln die Eier. Der Rest der Familie ist gut gelaunt. Frühstück gibt es gleich, dann ist man gut gelaunt. Und hier liegt ein kleiner Dackel. Ach je, wo haben wir den denn gefunden? Ja, so beginnen wir unseren heutigen Tag. Es gibt Zauberbrot. Avocado mit Spiegelei drauf. Warum heißt das denn Zauberbrot? Weil das so zauberig hält, dass es lange vorhält. Ne? Mhm. Und dann schauen wir mal. Die haben hier eine Baustelle gebaut, wo wir uns gerade eine Menge Bodenfreiheit wünschen. Wir haben gesehen, wie lange der Volvo gebraucht hat, durch das Loch zu fahren, durch das wir gleich durch müssen. Das ist das Follow-Me-Fahrzeug. Dem müssen wir wohl folgen. Keine Ahnung, wo da der Sinn ist. Naja, dass du damit halt man nicht das Loch sieht, wahrscheinlich. Durch das Loch ballerst, wie bekloppt. Ja, also der fährt vor, Scheiße, und zeigt einem, wie langsam man da durch muss.
Wir sind sehr gespannt. Aber die anderen schaffen das ja auch alle. Aber es sieht übel aus, ne? Ja, der Volvo war quasi weg bis zum Kühlergrill. Keine Ahnung. Aber vielleicht haben die eine kleine Rampe gebaut. Sowas aber auch. Was soll das? Was soll das? Ich hoffe, das sah nur von Weitem so schlimm aus. Nein. Da setzen wir mit der Anhängerkupplung auf. Ja, da werden wir aufsetzen. Das glaube ich auch. Wow. Da kommt noch so eins. Was machen die denn hier? Warum sperren die das nicht einseitig? Also machen erst eine Seite zu Ende und dann... Fragen über Fragen. Er daddelt an seinem Handy rum. So Quatsch, ey. So ein Bullshit. Oh, oh Gott. Alter, sind die nicht ganz dicht oder was? So was Bescheuertes. Auf einer Skala von 1 bis Scheiße, wie viel Spaß hat Ihnen das gemacht? Figo. Wir sind jetzt heute mal auf einen Stell- und Campingplatz gefahren, der aber sich sehr schön anlässt. Rico ist gerade mit Lulu runter zum Einchecken. Das ist so ein Automateneinchecken. Das ist die Aussicht. Und so richtig überfüllt ist es hier nicht. Also es ist immer so schön auf Abstand. Das lässt sich ganz gut an. Wäsche habe ich schon vorbereitet. Wir sind jetzt seit 11 Tagen unterwegs auf dieser Reise. Haben davor aber schon, ich weiß gar nicht, 7, 8, 9 Tage in Fred gewohnt. Und so lange haben wir auch noch keine Wäsche mehr gewaschen. Das letzte Mal auf dem Stellplatz in Ostfriesland. Dementsprechend wird das jetzt mal Zeit. Fast 20 Tage. Und naja, das ist das, die Minimalanforderung. Super wäre, wenn wir auch noch die Bettwäsche sauber kriegen würden. Und warum machen wir das heute? Weil die Sonne scheint. Es ist kein Regenwetter, die Sonne scheint. Das soll halten bis morgen früh, mindestens, vielleicht länger. Und es geht ein leichter Wind, also sollten wir die Wäsche auch trocken kriegen. Denn das ist die Hauptkunst. Waschmaschine in Schweden finden ist relativ einfach. Einfach über Camping und Stellplätze, aber dass die auch einen Trockner haben oder dass das Wetter so passt, dass es trocken wird, das ist die Kunst. Ja, das war ein Satz mit X. Ja, da hätten wir uns die Stehgebühr klemmen können. Den Stellplatz klemmen können. Waschmaschine ist ausgebucht bis Sonntag, heute ist Freitag. Sonntag 11 Uhr sind die nächsten Termine zu buchen. Ja, und leider haben wir schon eingecheckt. Ja, das ist jetzt... Schade. Ja, vor allem, weil jetzt das Wetter gut ist. Eigentlich müssten wir woanders hinfahren, wo es eine Waschmaschine gibt, aber bezahlt ist bezahlt, ne? Ja, dann bleiben wir halt erstmal hier bis morgen und dann machen wir uns heute mal Gedanken. Oder du stellst dich mit dem bezahlten Zettel unten an den Bezahlautomaten und wartest auf den nächsten, der kommt. Ja, kann man auch machen. Weiß ich auch nicht. Ja, das ist ja jetzt echt blöd. An schon wieder. Aber gut, dann tüdeln wir jetzt halt andere Sachen. Ja, das nervt. Aber egal, wir müssen jetzt was essen und dann mit den Hunden laufen. Wir sind trotzdem gerade wieder im Reinen mit der Investition in diesen Stellplatz. Ist doch schön, ist es. Ganz cool, ne? Ja. Man kann hier auf so einem Steg lang gehen, lernt ganz viel über das ehemalige Sägewerk, was es hier mal gab. Und man sieht mal was anderes aus der Wald. Zum Beispiel kackende Hunde. Aber zu ihrer Entschuldigung muss man sagen, sie dachte ja, wir filmen in die andere Richtung. So, da kann sie ja nichts für. Und es ist warm und es regnet nicht. Ja, wäre toll, um Wäsche trocken zu kriegen, aber soll heute nicht sein. Ja, also genießen wir einfach hier den Ausläufer des Botnischen Meerbusens und meine, guck mal, meine Alfalfa-Frisur. Das Wetter ist schön, das ist die Hauptsache. Genau, Wetter ist schön, Essen ist gut. So, Rico hat gerade Hundefutter aufgefüllt und war in der Heckgarage. Und ich habe heute Nachmittag richtig gut passenden Insektenschutz für unsere kleinen Bootsfenster gebaut. Kann man auch abnehmen, ist mit Klett. Das freut mich sehr.
Habe jetzt erstmal zwei reingeklebt, habe aber alle vier fertig. Das ist schon mal ein Upgrade. Dann können die nämlich nachts offen bleiben, wenn es nicht regnet und wir haben frische Luft. Good morgon, wie wir Schweden sagen. Es ist einfach so cool, auf so einem Platz überall Wasser zu haben. Also hinter uns ist der See oder ein See oder eine Schäre oder ein Fjord oder whatever das ist. Und vor uns natürlich auch. Ich schließe jetzt gerade noch mal hier die Fenster. Was fluchst du? Nix. Was ist passiert? Er hat die Luke vergessen zu schließen. Oh. Es ist so warm. Und es ist so warm. Er jammert. Sag guten Morgen. Guten Morgen. So, wir fahren jetzt mal ab. Ich mache die Luke gleich unten auf der Fernentsorgung zu. Okay. Ich muss noch die. Heute geht's weiter. Wir sind auf der Suche nach einer freien Waschmaschine. Drückt uns mal die Daumen, dass es klappt. Ja. Jetzt sind auf jeden Fall alle wach hier. Das ist mal eine Fähr- und Entsorgung mit Aussicht. Oder? Grauwasser ablassen, at its best. Mit dem Speedboot. So, auf geht's zur hoffentlich freien Waschmaschine. So, da wir ja lernfähig sind, geht Rico jetzt vorm Einchecken gucken, ob die Waschmaschine hier frei ist. Hier waren wir letztes Jahr schon mal und haben auch gewaschen. Deswegen ist das hier unser Joker gewesen. Da kann man stehen. Aber erstmal checken. Und wie sieht's aus? Ja, belegt, ne? Einige Seesäcke davor. Wasser scheint es auch nicht zu geben. Einige Seesäcke davor, heißt ja, ja. Wie viele? Also 4 blaue, 2 rote. Von irgendwelchen Campern oder was? Segler können ja hier auch Stationen machen. Ach so, Seesäcke, ja stimmt, ja. Hier ist ja eine Marina. Ja. Das kannst du vergessen, glaube ich. Also auch weiterfahren? Wieder. Ja, wohin? Leute, Tanja ist gerade bei IKEA und sucht noch nach einer schönen Tagesdecke. Ist, glaube ich, auch fündig geworden. Es ist echt ein bisschen nervig. Erst das Wetter. Okay, da kannst du nichts dran ändern. Aber jetzt ist es halt so, dass einem auffällt, dass die Infrastruktur hier sehr mäßig ist. Ich weiß gar nicht, wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Thema Wäsche waschen zum Beispiel, das war heute jetzt der dritte Versuch und da war auch komplett auf absehbare Zeit die Waschmaschine belegt. Oder ist das vielleicht eine Unternehmensidee, Waschautomaten aufzustellen? Gibt es hier gar nicht. Und da sind wir ja echt verwöhnt von den Reisen in Südosteuropa und in Südwesteuropa. Ist das Thema Wäsche überhaupt nicht erwähnenswert? Du fährst an eine Tankstelle oder an einen Einkaufscenter und da haust du das Zeug in die Automaten und gut ist. Ja, ansonsten plätschert es so vor sich hin. Ich muss ehrlich sagen, in dieses Jahr komme ich hier nicht so ganz rein. Wahrscheinlich auch, weil man es dann doch schon kennt. Und freue mich eigentlich, wenn wir dann oben am Botnischen Meerbusen rechts abgebogen sind, in Finnland eintauchen und unbekanntes Terrain erkunden. Ist er nicht süß, wenn er keine Wäsche waschen kann? Das macht ihn immer so traurig. Und deshalb habe ich nämlich noch was rausgesucht gehabt, wo ich gesagt habe, einen Versuch starten wir jetzt noch. Und wir sind jetzt hier auf einen Campingplatz gefahren, hier nochmal 40 Kilometer oder so hinterm IKEA, der sich anfühlt wie freistehen. Also da ganz hinten um die Ecke kommen dann die nächsten Autos. Hier ist der See, da ist der Kalinski.
Da vorne ist jetzt gerade noch ein Auto gekommen. Ich vermute, die bauen ein Zelt auf. Also hier könnt ihr jetzt sehen, dass es ein Campingplatz ist. Je näher am Haupthaus, desto mehr Autos. Hier hinten will irgendwie wohl keiner stehen. Aber was noch viel, viel, viel besser ist, die Waschmaschine ist frei, die muss extra bezahlt werden, wird aufgeschlossen von den Betreibern dann der Raum, wenn du bezahlt hast. Das heißt, die konnten uns genau sagen, dass er gerade frei ist. Rico wäscht jetzt schon mal eine Ladung Wäsche und morgen dann die nächste, weil er hat gleich für 2 Tage gebucht. Er hat gesagt, er hat jetzt keine Lust, schon wieder weiterzufahren. Da bin ich auch voll bei ihm. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht, Wäsche zu waschen. Das heißt, ab jetzt wieder Slowdown. Wäsche erfolgreich angezündet. Wo wir Wäsche waschen können, da bleiben wir. Das ist ganz schön, man kriegt seinen Schlüssel, hat eine Waschmaschine und einen Trockner. Einen super Platz haben wir uns hier ausgesucht. Ja, habe ich schon gezeigt, aber mach nochmal von außen. Hier ganz in der Ecke vom Campsite. Richtig cooler Platz. Unmittelbar am Meer. Das freut uns. Und den Kalle auch. Wir haben eine eigene private Laterne und einen eigenen privaten schönen Campingtisch. Das ist ein ehemaliger Holzanlegehafen hier. Also hier wurde Holz verschifft. Man sieht auch noch so Reste von der Pier. Ja, da geht's raus auf den Botnischen Meerbusen, ne? Ja, Herr Walewski hat schon wieder gute Laune, denn wenn er Wäsche machen kann. Das wart nur, ob man tiet. Ja, und der Stellplatz hier ist ja wirklich super ruhig und idyllisch. Was wollen wir mehr? Mit unserem Fred und den Kalle. Ja, mit den Kalle. Du wieder spielen? Oh, immer an der Leine spielen. Hier ist deine Schlange. Da ist deine Schlange. Ja. Ich komm. Warte eben. Ich komm. Die Decke, die neue, ist made in Estonia. Wo ist es? Neue Decke für unser Bett tagsüber. Weil die, die ich bis jetzt gekauft habe, die sind zwar wasserdicht, aber sind entweder zu rutschig oder viel zu, was heißt viel zu klein. Also das einmal bewegt sich der Hund auf dem Bett, dann ist die Hälfte abgedeckt. Und diese ist riesig. Ich werde dann nicht die Samtseite, sondern diese glatte nach oben machen. Dann probieren wir das morgen mal aus. Wasser für den Kalle. Ja, gib mal her den Napf. Ich will mal kurz aufs Dach gucken. Da nehme ich euch mal mit. Hab gerade die andere Seite gecheckt, ob das Reserverad noch schön vergurtet ist. Und ja, sitzt noch gut. Jetzt schauen wir mal, ob unser Starlink-Kabel entsprechend gut sitzt. Hier ist das gute Teil ja verbaut. Bitte den peinlichen roten Anstrich des Fahrzeugs auf den Dach zu entschuldigen. Zum Glück sieht man nicht so viel davon, weil zu gepflastert mit Solar, ne? Deswegen nie Probleme mit dem Strom. Stecker sitzt Bombe. Blick fromms Ruf. Ja. Also wir haben gestern noch drüber geredet. Wenn es der Fred bleibt, dann kriegt er nochmal ein Makeover. Höherlegung. Schicken Lack. Nützt ja nichts. Lass mal wieder runtergehen, ne? Nicht nur Bayern, auch Baden-Württemberg traf es besonders. Wir gucken uns gerade die von Rastatt. Das Wetterdrama von Deutschland an. Da wollen wir uns mal gar nicht mehr über das bisschen Regen, was wir hier hatten, beschweren. Und die Wäsche ist fertig. Ist das nicht cool? Rico holt jetzt gerade noch die Trocknerwäsche. Dann haben wir das schon mal erledigt und dann werden wir morgen wahrscheinlich noch die Bettwäsche reinschmeißen. Guckt euch das an. Für einen Campingplatz nicht schlecht, oder? Du Herrchen, kriege ich auch was für ein Frauchens Eis? Ich habe noch Glück gehabt. Und was ist nur ein Lakritze-Eis? Leute, ihr seht einen zufriedenen Herr Walewski. 2 Waschmaschinen sind durch, 1 Trockner. Ich habe jetzt gerade den Schlüssel von der Laundry abgegeben und das nette junge Mädel hat mich noch angelächelt. Sie ist auch nur noch da, weil sie noch ein Update von ihrem Handy gestartet hat. Glück gehabt. So gab es noch ein Eis für uns und ich habe uns für morgen angemeldet. 10 o'clock
nochmal die Laundrie. Sie sagt, vor uns ist noch keiner. Das macht wohl klappen. Ja, ansonsten haben wir uns sehr schön eingerichtet hier auf unseren tollen Stellplatz. Ich hoffe, die Badenixe fällt nicht zu doll ins Gewicht da hinten. Suchbild. Aber das ist meine Aussicht auf den Botnischen Meerbusen. Wir werden den Abend jetzt hier auf unserer Couch verbringen und den Frust, meinen Frust der vergangenen zwei Tage ein bisschen Revue passieren lassen. Nee, einfach abhaken. Weil das war echt ein Krampf. So, was soll's? Dein Eis schmilzt. Jetzt Eis essen. Sehen uns morgen, Leute. Morgen ist Chill-Sonntag. Oh ja. Tschüss. Guten Morgen da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, es ist alles ein bisschen sehr nass heute und ein bisschen Schietwetter. Alle sind grummelig, auch Kalle. Warum bist du grummelig? Ja, so sieht's aus. Frau Jansen ist im Badezimmer. Vielleicht gehen gleich die Schiebetüren auf. Vielleicht seid ihr live dabei, ich weiß es noch nicht. Unser Plan ist, jetzt frühstücken, Hunde füttern und dann fahren wir mal durch den Regen. Man sieht dich nicht, ist viel zu dunkel. Da! Hast du auch noch da hinten noch einen Hund? Ja. Ja. Die schläft auch schon halb, die will nur erstmal frühstücken. Nach der Morgenrunde wollen sie alle ihr Frühstück. Ja, was sollen wir von dem Wetter halten, ihr Lieben? Alles ein bisschen mittelmäßig, wollen wir sagen. Es ist ausbaufähig. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Jetzt starten wir in den Tag. Oh, wir hatten ja tolle Tage jetzt. Ja, immerhin zwei. Dann wollen wir mal sehen. Luleo, 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 Luleo. Da sind wir heute, ihr Lieben. Stehen an einer verlassenen ehemaligen Kaianlage auf Schotter direkt am Wasser. Da drüben ist die schöne Stadt Lulea. Frau Jansen macht Abendbrot. Ja, heute gibt es Gulasch bei uns. Wohl eher für die Hunde. Ja, eben. Das ist doch nicht unser Abendbrot. Nina guckt aus dem Fenster. Nienchen! Die hat einen Wachauftrag. Was machst du? Ja, ansonsten, ihr Verrückten da draußen. Stellplatz Nummer 2. Beim ersten, auf der anderen Seite von Luleå. Waren so viele Mücken. Da waren wir letztes Jahr schon gestanden. Da haben wir letztes Jahr gestanden. Und haben uns nach dem Hundespaziergang aber dann schnell verpieselt. Dann waren wir in Luleå bei Max. Seit Tagen fahren wir ja durch Schweden und immer mal wieder taucht hier und da ein Max auf. Max. Eine ja, Burgerschmiedenkette. Wir sind total angenehm überrascht. Also ein Wahnsinnsangebot, super frisch. Und jedes verdammte Gericht gibt es auch glutenfrei. Also für alle. Und oder plant-based. Und oder plant-based. Also irre das Angebot. Da können sich alle anderen Frittenschmieden mal eine Scheibe abschneiden. Und geschmeckt hat es auch noch super. Also unbezahlte Werbung. Wir haben es mal ausprobiert. Somit haben wir das Abendessen abgehakt und tatsächlich haben wir den Regen weggegessen. Weil es ist trocken. Ja, jetzt binge ich mir gleich noch ein bisschen Serie. Dann wird noch Salat geschnibbelt. Du hast Frau Jansen. Ich denke, du hast das Abendessen gerade abgehakt. Ja, aber Salat geht immer. Ja, das war ja auch kein Abendessen, das war ja erst Mittag. 15 Uhr. Oder? Ja. Und ja, entschuldigt bitte meine Müdigkeit, aber ein Tag
Hündenlenkrad von diesem Brummi. Brummi macht müde. Naja, wir wollen mal gucken, was der Abend so bringt. Ob wir auf diesem Platz hinter uns, hinter mir seht ihr diesen riesigen Schotterplatz. Irgendwelche Umschlag hier mal gewesen. Sind auch noch ein paar alte Schienen und sowas hier. Aber man steht sehr ruhig und mit sehr schöner Aussicht. Und wir gucken mal, ob wir noch ein paar Wohnmobile zu Besuch bekommen heute. Good morning. So sieht das aus, wenn ein Mann ohne Brille versucht zu lesen. Wo ist deine Brille? Luftfeuchtigkeit 2000%. Mückendichte 80.000%. Ja, wir wurden schon überfallen heute Morgen. Genau. Wir stehen hier in Luleå. Luleå? Ja, Luleå. 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 Okay. Luleå. In Luleå am Wasser. Und hier direkt am Wasser sind keine Mücken, aber sobald man 50 Meter Richtung Wald läuft, ist alles voll. Also das ist hier tatsächlich gerade mal ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten hatten wir da ja Glück. Was haben wir heute vor, Herr Walewski? Haben wir überhaupt schon ein Ziel? Nö. Haben wir noch gar nicht, ne? Dann starten wir doch erstmal mit Frühstück, weiter Richtung Norden. Ja, Frühstück wäre gut jetzt und Kaffee. Kaffee läuft ja schon. Na, unser Morgen-Action. Genau. Wir haben nämlich schon sauber gemacht, gefüttert, gelaufen, Mückenstiche kassiert. Jetzt kommen wir mal alle zu uns und dann sehen wir weiter. Genau. Wir haben uns dann während der Fahrt über unsere kurzfristigen Pläne unterhalten. Dadurch, dass wir hier fast überall schon einmal waren und das auch erst ein Jahr her ist, langweilen wir uns beide gerade ziemlich. Wir sind inzwischen tief vom Vanlife-Virus infiziert und möchten am liebsten ständig etwas Neues entdecken. Also beschließen wir, Schweden etwas früher zu verlassen als geplant und ihr werdet uns im nächsten Video bereits in Finnland sehen. In Nordfinnland waren wir zwar auch letztes Jahr, aber der Süden und vor allem der Osten sind uns noch völlig unbekannt. Also, auf geht's in neue Abenteuer!